Grüß dich, mein lieber Schütze. Wir schauen heute, was deine Karten zeigen für den Februar 2022. Für den Schützen bitte, was gibt es Neues? Was gibt es Neues für den Schützen? Die 10 der Münzen. Außerordentliche Stabilität, was das Materielle anbetrifft. Judgment Card. Das ist das Gericht. Dann haben wir Ass der Emotion, Ass der Kelche, sehr, sehr gut. Sehe ich gerne für dich. Dann haben wir 9 der Stäbe, Knabe der Münzen, was noch? 7 der Münzen, sehr viele Münzen auch, Wahnsinn. 3 Karten nur mit Münzen. Und am Boden des Deckes... Wahnsinn, das ist für den Wassermann auch am Boden des Deckes gewesen, nämlich der Ritter der Kelche. Interessant. Okay, du hast hier 3 Karten mit Münzen. Das heißt, es ist große Stabilität da, du brauchst dich nicht zu fürchten. Du hast alles, was du brauchst, das Geld für die Miete, das Geld für die Heizung, es ist alles in Ordnung. Und vor allem, du hast hier die 10 der Münzen, den Knabe der Münzen und die 7 der Münzen. Ja, die 7 der Münzen ist ein bisschen eine Karte des Wartens. Da geht es darum, dass vielleicht dein Geld sich langsam vermehrt, aber doch, es vermehrt sich. Also du siehst, dass es fruchtbar ist, du siehst, es geht was weiter, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Du brauchst diese Zeit aber auch, um ein bisschen zurückzutreten und zu überlegen. Ja? Also das ist so die Pause- und Reflektieren-Karte. Du kannst sagen, okay, ich habe jetzt viel geleistet, ich habe da viel reingesteckt, jetzt mache ich einmal eine Pause. Das habe ich mir auch irgendwo verdient und da kann ich ein bisschen reflektieren. Dann kommt eine gute Nachricht rein hier mit dem Boten der Münzen. Das ist jemand, der sagt, pass auf, du hast jetzt eine kleine Summe im Lotto gewonnen oder du hast einen kleinen Bonus auf der Arbeit gekriegt, weil du irgendetwas Besonderes geleistet hast. Das ist auf jeden Fall eine positive kleine Nachricht, die reinkommt zu Geld, ist aber kein Riesending. Und dann hast du hier aber noch die 10 der Münzen. 10 der Münzen heißt, du hast so viel Geld, dass es eigentlich schon für deine Kinder und Kindeskinder reicht. Ja, also das ist sehr, sehr positiv, was ich hier sehe bezüglich Geld. Dann sehe ich emotional wunderbar das Ass der Kelche. Das ist eine Riesenwunscherfüllungskarte. Und zwar, was das Emotionale betrifft. Ja, da werden dir solche Wünsche erfüllt, die schon immer Herzenswünsche waren. Es ist ein Neubeginn, das muss man auch dazu sagen. Es ist ein Ass, Ass ist immer Neubeginn. Und das kann sein, dass du dich neu verliebst, frisch verliebst, dass du sehr, sehr glücklich bist. Das ist ein Geschenk des Himmels. Du siehst, dass dieser Kelch überfließt. Das heißt, da ist so viel Glück vorhanden, dass es schon überfließend ist. Du hast auch die Judgment Card. Die Judgment Card ist eine Karte des Wake-up-Calls. Das heißt, da kommt für dich ein Moment, wo du sagst, wow, vorher habe ich die Dinge noch nie so betrachtet, aber jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich was. Die Augen sind mir geöffnet worden. Ja? Ich weiß nicht, was das für dich ist. Das kann was Positives oder was Negatives sein. Aber letzten Endes, selbst wenn du da merkst, okay, mein voriger Partner hat mich betrogen und jetzt erkenne ich das endlich, ist es für dich doch immerhin besser, du weißt das, weil dann kannst du gehen und dir einen besseren suchen. Ne? Also es ist, wie man es auch dreht und wendet, es ist eigentlich immer positiv. Aber manchmal ist dieses Augen werden geöffnet Ding ein bisschen anstrengend. Es ist einfach im ersten Moment vielleicht ein Schock. Ja? Aber letzten Endes weißt du, es war zu deinem Besten, dass du das erkannt hast. Und dann haben wir hier die 9 der Stäbe. 9 der Stäbe, das ist eine Karte, wo du Grenzen ziehst, wo du sagst, pass auf, bis hierher und nicht weiter. Und es ist auch eine Karte, wo du sagst, ich bin eigentlich schon ein bisschen müde, ich bin der ganzen Sache schon ein bisschen überdrüssig, ich mag schon nimmer, aber ich pushe jetzt noch einmal durch, ich beiße jetzt noch einmal die Zähne zusammen für ein letztes Mal, weil ich weiß, dann erreiche ich mein dickes, fettes, großes Ziel. Ja? Und diese Karte liegt nicht umsonst unter der 10 der Münzen. Das heißt, vielleicht musst du noch einmal dick und fett durchstarten und dich noch einmal anstrengen, damit du wirklich ans Ziel kommst. Die 9 der Stäbe sagt auch immer, bitte gib nicht auf. Jetzt ist nicht die Zeit zum Aufgeben und Hinschmeißen und Handtuch werfen. Ja? Bitte nicht. Und dann haben wir hier den Liebenden, das ist der Bube der Kelche, da kommt jemand, der will mit dir zusammen sein, der sagt, ich mag dich, ich hab dich lieb, bitte geh mal auf einen Drink. Und das ist wahrscheinlich auch der dich dahin bringt, dass du sagst, okay, Wahnsinn, da gehen mir Wünsche in Erfüllung. Ja, also für diejenigen, die nach Liebe suchen, ist das die beste Kombination. Noch besser geht's gar nicht, als ein Ass der Kelche mit einem Ritter der Kelche zu haben. Ja? Und dieser Ritter, der ist ja schon etwas reifer, der ist ja nicht so unreif wie der Bube der Kelche, sondern der ist schon etwas reifer, mit dem kann man schon reden. Ja? Aber manchmal ist es auch so, dass man sagt, dass der Ritter der Kelche ein bisschen ein Playboy ist. Das heißt, pass auf die Red Flags auf, pass auf, ob der irgendwas sagt oder tut, was irgendwie nicht ganz ins Bild passt, was irgendwie vielleicht darauf hinweist, dass der irgendwelche betrügerischen Absichten hat. Ja, sei einfach vorsichtig, pass auf dich auf. Das tust du aber sowieso hier mit der 9 der Stäbe. Du weißt, wie du auf dich aufpasst. Am besten bist du ja schon ein großer, erwachsener Mensch und deswegen habe ich da keine Sorge. Dann schauen wir mal, was für dich rauskommt. Dein Glückszeichen
ist die Jungfrau im Februar und deine Glückszahl ist die 11. Das macht auch Sinn, weil du hast ja hier die 10 der Münzen und das Ass der Kelche. Das heißt, da haben wir schon mal eine 11, ne? Und ansonsten sehe ich hier eigentlich keine großartige 11. Nö, aber die 11 wiederholt sich auf jeden Fall am Würfel und in den Karten. Ich wünsche dir einen schönen Februar. Danke für dein Like, danke für dein Abo und man sieht sich. Tschüss!